Wir gucken aber jetzt direkt weiter. Wir gucken direkt weiter in das hier, das Video von Skis. YouTube Rewind, Deutschland 2021, Reactions, Zensur, Dislike-Button und Monetarisierung. Yo, lasst euch bitte nicht von diesem pompösen Bart hier ablenken, denn heute geht es um das YouTube Rewind Deutschland. Und die Plattform ist so gut wie noch nie zuvor. Also, was waren denn 2021 so die Highlights? Boah, wie geil! Das ist einfach in einem Zug drin! Aber das ist ja bearbeitet! Hä, guck mal, was der für ein Intro macht! Ihr bekommt nicht genug von YouTube. Und wir bekommen nicht genug von Werbeeinblendung. Deshalb haben wir eure Bedenken gehört und dafür gesorgt, dass wir vor allem die Content-Ersteller unterstützen, die häufiger und längere Videos hochladen. Wir können also voller Stolz verkünden, dass wir all eure Lieblings-YouTuber dazu bekommen haben, hauptsächlich noch Reaction-Videos zu drehen. Natürlich haben wir darauf geachtet, dass die Ersteller des teilweise extrem aufwendigen und teuren Original-Contents durch unsere Plattform keine Möglichkeit haben, davon zu profitieren, außer darauf zu hoffen, dass der jeweilige Reactor oder Streamer das Video zumindest verlinkt und etwas pusht. Ah, was ist das denn auch? Welcher YouTuber, der auf ein Video reagiert, packt dann das Video ganz unten? Oh mein Gott. Es geht um Quantität, nicht um Qualität. Und so sorgen wir durch unseren fortschrittlichen Algorithmus dafür, dass die Reaction im Gegensatz zum Original... Wait a minute! Who are you? ...im Gegensatz zum Original sogar das bis zu 10-fache an Aufrufen und... Hallo? Da hat jemand gerade geklopft. Guck mal, hier bin ich! Wer hat da gerade geklopft? Guck mal, hier war ich. Ja, da war ich. Aber das Ding ist, ich habe das auch früher miterlebt. Ich bin ja auch groß geworden, auch teils durch Reaktionen. Und da wurde meine Reaktion auf... Oh, hallo? Junge, was machst du? Was machst du? TJ mit Fahrrad ist gekommen. Ey, zeig mal dein Bike. Das ist ein Roller. Cruising down the street with my 64, Digga. Er fährt hier mit ins Office. Machst du das immer regelmäßig? Hey, ich fahr damit immer rum, das ist voll geil, das Ding. Ich mach einen Roller hier, Digga. Ich will auch so einen Roller haben. Wie kommt ihr ein? Guck mal, was ich sagen wollte, ich bin auch damit so halbwegs groß geworden und ich finde das also natürlich verstehe ich das, das ist blöd, wenn du ein Video hochlädst, was dann 8000 Views bekommt und dann eine Reaktion darauf, bekommt dann 92.000 Views, weil ich halt einfach krass bin, natürlich, was soll man sagen. Aber Unterschied ist... Der Unterschied ist, dass das ist elektronisch. Junge. Ja. TJ möchte mit dir spielen. Er weiß nicht, dass er nervt. Was ich sagen möchte, ist, dass es im Endeffekt oder dann früher oder später lohnt es sich halt schon. Wenn du jetzt so jemand hast, der dann das Originalvideo ganz unten verlinkt, dann ist es natürlich blöd. Wenn da aber jemand drauf reagiert, der dann das Video wirklich Props gibt, wenn man sagt, schaut bei ihm vorbei, macht das und das, dann finde ich das absolut fair. Also, wie ihr seht, geben wir euch alle Freiheiten, die ihr braucht. Nur ab und zu müssen wir vielleicht ein kleines bisschen mitreden, wenn es um euren Content geht. Das hier ist nicht etwa ein geheimes Dokument über Folter in Guantanamo Bay, nein. So in etwa sieht ein werbe- und familienfreundliches Skript aus. Die Umwelt ist grün, gesundes Essen ist grün und Shrek ist grün. Oh, hello there! Und wir wollen, dass unsere Content-Ersteller dafür sorgen, dass auch dieses kleine süße Dollarzeichen neben ihren Videos grün bleibt. Denn nur so wird garantiert, dass möglichst viele Unternehmen davor Werbung schalten möchten. Deshalb ist es uns egal, ob sich eure Inhalte mehr an Erwachsene richten und entsprechenden Humor beinhalten. Sorry, Julian. Es ist also am besten, wenn ihr eure Videos so produziert, als ob ihr permanent davon ausgehen müsstet, dass sich ein 6-Jähriger darauf verirrt. Um euch dabei zu unterstützen, geben wir in unseren Richtlinien so schwammige Hinweise. Ja, es ist halt wirklich so. Es ist nach der Zeit, nach den Jahren, ist es so krass geworden, wie werbefreundlich man sein muss, damit da gut anständig Werbung läuft auf einem Video. Ich meine, verständlich, natürlich, wenn es jetzt eine Firma gibt, keine Ahnung, die möchte dann auf YouTube Werbung schalten, aber wird dann vor ein Video geschaltet von irgendjemand, der dann die ganze Zeit dann beleidigend ist, jemand schlägt, zusammenboxen, natürlich will man dann nicht mit diesem Video identifiziert werden. Was ich dann aber blöd finde, ist, dass sehr oft, es klingt absurd, aber die Werbung alleine ist nicht werbefreundlich oft, dass da irgend so was Ekelhaftes, richtig sick Werbung, irgendwie diese Mobile Games, wo wir schon drüber gesprochen haben. Dass es uns im Nachhinein immer möglich ist, eure Videos zu demonetarisieren oder sperren zu lassen, so wie wir gerade lustig sind.
Das ist auch der Grund, warum sich seit diesem Jahr so viele beschissene Videos wie ein Lückentext anhören. Oder irgendwelche Wörter in den Videos einfach zensiert werden. Ästhetik ist egal, solange das kleine süße Dollarzeichen am Ende des Tages grün ist. Ja, es ist halt leider so, aber naja, im Endeffekt will ja jeder Geld verdienen. Im Internet kursieren getestete Listen mit bis zu 3000 Wörtern, die anscheinend dafür sorgen, dass ein Video als werbeunfreundlich eingestuft werden kann. Ironischerweise können wir euch diese Liste also nur zensiert einblenden. Einige der Wörter sind zum Beispiel W***en, W***er, T***er oder T***en. Doch wie aktuell das Ganze ist, weiß keiner und so wirklich den Durchblick über den automatisierten Filterprozess hat auch niemand. Nicht mal wir. Als kleines Beispiel. Von den folgenden 5 Videos wurden 4 beim Hochladen als werbeunfreundlich eingestuft. Nach dem Hochladen waren 2 davon plötzlich wieder werbefreundlich. Für dieses Video wurde der Titel von Ich habe eine Partei gegründet, um Bundeskanzler zu werden zu Um Kanzler zu werden geändert und siehe da, schon war das gleiche Video für uns in Ordnung und werbefreundlich. Ja, es ist halt, keine Ahnung, der ganze AI, der ist noch nicht ganz optimiert. Es braucht halt natürlich Zeit, bis er erkennt, was jetzt ein gutes, was ein böses Wort ist, was erlaubt ist, was nicht. Es braucht Zeit. Nach ein paar Jahren, dann wird es schon. Wir haben natürlich vor, in den nächsten 10 Jahren noch häufiger unsere Richtlinien zu wechseln. Insofern werden eure Videos, die ihr vielleicht heute regelkonform produziert habt, dann von uns gesperrt oder gestrikt. Jedoch erwarten wir von euch als Content-Produzenten natürlich, dass ihr ein bisschen vorausschauend. Sonst geht es euch vielleicht wie Mimi oder Adlerson und ihr müsst dann vor Gericht gegen uns eure Kanäle wieder freiklagen. Legt euch also von dem schmackhaften grünen Dollarzeichen schon mal ein bisschen was für den Anwalt beiseite. Auch unser Content-ID-System haben wir auf Vordermann gebracht. So ist es nun möglich, fremde Werke in Videos zu claimen und zu beanspruchen. Der Song Big Lasagna von PewDiePie mit fast 300 Millionen Klicks wurde beispielsweise von einer unbekannten Person über einen Musikvertrieb in seinem Namen beansprucht und alle dadurch generierten Einnahmen auf YouTube gehen somit nun an das Netzwerk. It's been claimed by a company called Repose Network and in parentheses on behalf of PewDiePie. Nah. What the fuck? You can't just say it's on behalf of me. Ja, dieses Claim-System ist aber auch richtig broken. Das ist wirklich kaputt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber das war früher mal, wenn das Hauptvideo 15 Minuten geht und man zeigt irgendwie 3 Sekunden von einem anderen Video, dann kann das geclaimed werden. Dann bekommt derjenige die ganzen Einnahmen vom Video, was auf das Video erzielt wird. Wir halten uns dabei wie die Schweiz natürlich ganz neutral, lehnen jeglichen Einspruch ab und gratulieren dem unbekannten kreativen Kopf zu einer wunderbaren passiven Einnahmequelle. Hier müssen wir uns für unser ausgeklügeltes System einfach mal selber auf die Schulter klopfen. Dem YouTuber Totally Not Mark, der Reviews über Filme und vor allem Animes wie zum Beispiel One Piece macht, wurden über Nacht 150 Videos vom produzierenden Animationsstudio gesperrt. Nicht nur Videos, die im Rahmen der Fair Use Policy Ausschnitte aus den Serien enthalten haben, sondern auch selbstgemalte Bilder und Animationen, die auf den Figuren basierten. Über Nacht wurden damit nicht nur seine Existenz, sondern auch die seiner Mitarbeiter quasi zerstört. Das ist broken. Der Claim-Steller, der das beantragt, hier in diesem Fall ist das Tui Animations, hat gesehen, yo, dieser Typ, der lädt Clips von uns hoch, von unseren Serien und sperrt dann 150 Videos. Dann der Typ, von dem das geclaimt wird, sagt so, könnt ihr das mal anschauen, YouTube, bitte guckt da mal rein, weil das stimmt nicht. Da wurden auch Animationen geclaimt, die ich erstellt habe, die nicht von Tui Animations kamen, das habe ich gemacht. Legt Anspruch dagegen ein, YouTube geht dann zu Tui Animation und frag denen dann, yo, stimmt das? Die gucken sich das halt nicht, die gucken nicht mal selber rein, die fragen da beim Claim-Beantrager, beim Claim-Steller, fragen die nochmal nach. Das macht keinen Sinn. My video responding to the attack that Toy Animation has placed on both myself and my team. The entire world over the last couple of days has stood by myself and my team in solidarity, as well as made it known to both Toy Animation and YouTube themselves that this is not a problem that's unique to myself and my team. And so my intent with this video is to share what I believe to be a massive exploit and problem with how YouTube's copyright system is handled. Wir können euch aber beruhigen, denn wir bleiben auch in diesem Fall natürlich neutral und lassen das Animationsstudio selbst entscheiden, ob die Videos jemals wieder online gestellt werden dürfen. Kannst du denn nochmal hinter ihm hergehen und sagen 3 Nein? Und weil unser System so gut funktioniert, haben wir beim Bundestag sogar schon einen Gesetzentwurf eingereicht, bei dem der Anzeigensteller einer Straftat selbst entscheiden darf, ob der Beschuldigte wirklich schuldig ist und welche Strafe ihn erwartet. Und sollte euch das nicht gefallen, so dürft ihr eure Meinung gerne mit dem Dislike-Button kundtun. Nur, dass dieser gar nicht mehr existiert. Ha!
Zum Jahresende haben wir uns nämlich dazu entschieden, diesen zu entfernen. Also nicht ganz. Der Button existiert zwar noch, hat jedoch öffentlich keine Funktion mehr, da die Anzahl an Dislikes nun noch privat für den Videoersteller sichtbar sind. Ähnlich wie die Vodafone-Hotline. Da könnt ihr zwar auch anrufen, passiert halt nur nichts. Sie werden schnellstmöglich mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Junge, keiner hört dir zu, du Arsch! Also halt dein Maul! Es hatten einfach zu viele Nutzer die Frechheit, diesen Button zu nutzen, nur weil zum Beispiel jemand mal etwas über die Stränge geschlagen ist und eine Leiche gefilmt hat. But this morning, Logan Paul is in some hot water after he posted a video allegedly showing the body of a person who recently committed suicide. His influence over that group noted by companies like Pepsi and HBO, who gave him endorsement deals. Um also zu verhindern, dass Kunden Werbung vor Videos schalten, die eine große Anzahl an Dislikes vorweisen und vielleicht negativen Einfluss auf das Image des Produkts hätten, haben wir diesen bösen Button jetzt einfach nutzlos gemacht. Auch wenn das bedeutet, dass die Anzahl an noch mehr Scam-Videos oder Clickbait nun in die Höhe schießt. Wir möchten euch nochmal gerne daran erinnern, dass es hier nicht darum geht, dass ihr Spaß beim Anschauen eines Videos habt. Es geht darum, dass ihr viel Werbung schaut. Ja, es ist halt wirklich so. Es ist genauso wie das mit der Sache mit der Monetarisierung. Früher war das halt nicht. Früher standen die Creator im Vordergrund, jetzt mittlerweile nach einer Zeit immer mehr, dass die Firmen im Vordergrund stehen und halt Werbung und Geld verdienen. Naja, was soll man tun? Es ist blöd, aber was soll man machen? Wenn ihr diese Änderung für 2021 schon so richtig gut fandet, dann wartet erstmal ab, was wir im nächsten Jahr für euch geplant haben. Hier einige großartige Ideen aus unserer Kreativabteilung. Wie wäre es, wenn wir Anfang 2022 die Kommentarsektion ebenfalls entfernen? Denn wir haben das Gefühl, dass der Umgang miteinander viel zu toxisch geworden ist. Außerdem könnt ihr dem Videoersteller euer Feedback auch per Privatnachricht auf einer anderen Plattform wie Instagram zukommen lassen. Zur Jahreshälfte spielen wir außerdem mit dem Gedanken, die Videotitel nicht mehr anzuzeigen. Zu viel Text sieht schließlich unübersichtlich und nicht gerade ansprechend aus. Außerdem können wir damit sicherstellen, dass keine versteckten negativen Botschaften über die Titel gestreut werden. Und gegen Ende 2022 peilen wir an, Videoinhalte generell zu verbergen. Euch wird entsprechend nur noch die Werbung vor und nach dem Video angezeigt. Doch keine Angst, die Tonspur wird natürlich weiterhin zu hören sein. YouTube Premium Nutzer halten natürlich auch eine visuelle Untermalung in Form einer Tanzgruppe, die Inhalte kindergeeignet performt. Dafür verdoppelt sich aber die Servicegebühr. Abschließend tut mir doch bitte noch den Gefallen, liked und kommentiert das Video hier, um es für den Algorithmus zu pushen, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen möchtet. Das Ziel von 20.000 Abonnenten in diesem Jahr scheint leider nicht mehr ganz erreicht zu werden. Trotzdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Alle weiteren Links zum Supporten findet ihr außerdem in der Videobeschreibung. Ey, das war ein sehr gutes Video. Generell macht ihr extrem gute Videos. Guck mal, ich hätte mir dieses Video nicht angeguckt, wenn ich das Geistervideo nicht gesehen hätte. Deswegen hoffe ich auch, dass indem ich dieses Geistervideo auf meinem Kanal hochgeladen habe, dass Leute dieses Geistervideo gesehen haben, das Video ist gut und jetzt auch seine zukünftigen Videos sich anschauen. Ich will damit nur sagen, dass ich mit dieser Reaktion auch hoffe, dass kleinere Creator gesehen werden. Deswegen, wenn ihr irgendwie Leute habt, kleinere Leute, worauf man reagieren kann, was man hochladen kann, lasst es mich wissen und dann kann man mal gucken. Guck mal, da habe ich den noch abonniert. Perfekt. Guck mal, es wird auch geliked. Es ist halt einfach so. Schaut gerne bei ihm vorbei. Mach mal die 20.000 Abos vor. Auch wenn das nicht geht, weil zu wenig Leute im Stream sind, um damit alle ihn abonnieren. Aber naja, der Gedanke zählt.